Circa 1800 Seemeilen liegen nun in Mola Molas Kielwasser. Glücklich sind wir, dass es uns gut geht und alles heil geblieben ist. Unser heimliches Ziel, Gibraltar, haben wir nun erreicht. Jetzt geht es darum, wie soll es weitergehen? Da wir das Mittelmeer zunächst nicht auf unserem Plan stehen haben, wollen wir die noch ausstehenden Häfen und Ankerplätze der Atlantikküste weiter erkunden. La Linea verlassen wir am 21.08. nicht ohne uns vorher ein Liegeplatzangebot für die Wintermonate machen zu lassen. Danach verholen wir in den britischen Teil Gibraltars, um Diesel zu bunkern. Das zweite Mal, dass wir die Straße von Gibraltar passiert haben. Dieses Mal bei achterlichen Winden bis 20 Knoten ausgestellt. Es läuft sehr gut, mit über 6,5 Knoten fahren wir hier vom Wind. Kurz vor Barbate, bei 20 bis 25 Knoten, mittlerweile ist der Wind aus 120 bis fast 90 Grad gekommen. Wir haben also jetzt in die Bucht reingedreht. Der Seegang ist auch etwas zurückgegangen, die See ist deutlich ruhiger geworden. Wir freuen uns jetzt auf den Landfall in Barbate. Da wir das ja schon kennen, wir sind ja wahrscheinlich erst nach 8 da. Wenn da keiner mehr ist, dann ist uns egal, wir wissen ja, wo wir hinfahren. Vorbei an einem riesigen Ankerlagerplatz der Thunfischfänger radeln wir am nächsten Morgen zur Markthalle in Barbate. Wir vermissen hier in Spanien so ein wenig die malerischen Bauernmärkte, die wir von Frankreich so kennen. Aber hier in Spanien ist es vorgeschrieben, dass Lebensmittelmärkte immer in einer Halle mit festem Dach stattfinden müssen. Unser Beduinenzelt schützt uns vor der größten Hitze. Das macht enorm viel aus. Wir haben gerade 12 Flaschen Wasser gekauft und das Ganze geht mit den Fahrrädern sehr gut. Fahrräder, Rucksack, ist nicht, was wir ohne die Fahrräder machen sollten. Fliegennetz, auch da, auch wichtig. Barbate hat eine nette Promenade, die zum Bummeln einlädt. Uns zieht es jedoch in Richtung Cadiz. Capo de Trafalgar. Hier hat Nelson die Spanier und die Franzosen vernichtend geschlagen vor 200 Jahren. Sancti Petri sieht auf der Karte zunächst wie ein verlockender Ankerplatz aus. Es stellt sich aber sehr schnell heraus, dass es sehr eng und auch überlaufen ist. So fahren wir zum Ankern zu der Brücke vor Cadiz. Als wir um die Landspitze von Cadiz in die Bucht einfahren, sind wir überrascht von der Größe der Brücke mit dem Namen Puente de la Pepa. Sie ist mit einer Länge von 3095 Metern und einer Höhe von 185 Metern die größte Schrägseilbrücke Spaniens und die drittgrößte Europas. Sie hat eine Durchfahrtshöhe von 69 Metern.
Sollte ein höheres Schiff die Brücke passieren müssen, so ist es möglich, ein 180 Meter langes Brückenteil mit Schwimmkränen anzuheben oder auch vorübergehend zu entfernen. Da dies aber äußerst selten vorkommen wird, war die Konstruktion so billiger als mit einem Klappmechanismus. Wir versuchen vergeblich mit dem Dinghy in der kleinen Marina neben der Brücke anzulanden. Man macht uns unmissverständlich klar, dass Ankerlieger hier nicht willkommen sind. Einen weiteren Anlandungsversuch neben einem Fähranleger beenden wir, als wir nur für 2 Stunden das Dinghy dort festmachen wollen und dafür voll einklarieren sollen. Um Cadiz ein wenig kennenzulernen, verholen wir in die Marina Puerto America. Cadiz gehört zur Region Andalusien in Südspanien und ist heute zweigeteilt in die malerische Altstadt und in die moderne Neustadt. Schon in der Antike wurde Cadiz als Festung ausgebaut. Der Legende nach war Herkules der Gründer der Stadt. Später verlieh Gaius Julius Caesar Cadiz das römische Bürgerrecht. Nach der Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus wurde die Stadt ein wichtiger Handelspunkt und Hafen der spanischen Silberflotte. Wir erleben die Tage hier in Cadiz vom Klima her als sehr angenehm. Es ist mittlerweile Ende August und die Temperaturen steigen tagsüber auf mehr als 30 Grad. Bei einem leichten Westwind, dem Poniente, sind diese Temperaturen wegen der geringen Luftfeuchtigkeit von nur ca. 30-45% mehr als angenehm zu ertragen. Cadiz wird in der Hauptsaison von riesigen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Hier treffen wir gerade mein Schiff 5. Das Schiff gehört zu der TUI-Flotte, ist 295 Meter lang, 35 Meter breit und hat einen Tiefgang von 8 Metern. Für 2534 Passagiere ist dieses Cruising-Monster zugelassen. Mit den beiden Festpropellern kommt das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 21,7 Knoten. Der Antrieb erfolgt über eine dieselelektrische Maschinenanlage mit 61.500 PS. Als wir nach 2 Tagen Puerto America, Cadiz, verlassen, sehen wir am Kreuzfahrtterminal das 2017 in Dienst gestellte Mein Schiff 6 der TUI-Flotte liegen. Heute bleibt es bei einem Kurztrip über die Bucht von Cadiz. Wir möchten die Ankerbucht zwischen Puerto Sherry und Santa Maria ausprobieren. Das Wetter ist prächtig, der Ankerplatz nicht überfüllt. Dieser Ankerplatz ist dann zu empfehlen, wenn man nicht unbedingt die Vorzüge eines Marinaplatzes braucht und die Bordkasse schonen möchte. Von Puerto Sherry sind es etwa 29 Seemeilen bis zu unserem nächsten Ankerplatz, vor Bonanza. Der Guadalquivir ist mit 657 Kilometern der längste Fluss Andalusiens und der fünftlängste in ganz Spanien. Der Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie
der große Fluss. Es ist der einzige schiffbare Fluss Spaniens. Hochseeschiffe können ihn bis Sevilla befahren. Unser Liegeplatz ist direkt vor dem Naturschutzgebiet Coto de Donana. Am Abend sind wir meist am Ankerplatz allein. Der Wind schläft ein, nur wenige Geräusche schallen von Bonanza herüber. Entspannung pur. Aber bevor die Sonne untergeht, sehen wir oft zwei Rothirsche mit ihrem Harem auf der Wiese direkt hinterm Strand. Auch der große Schwarzkittel kommt jetzt gern aus der Deckung an den Strand und wühlt dort im Sand. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wir bereiten das Frühstück vor. Wir liegen seit einer Woche hier vor Anker. Es ist fantastisch. Da hinten steht Rotwild. Es ist wirklich toll hier. Es ist ein ganz ruhiges Liegen. Die Strömung wechselt im Zuge der Tide natürlich, aber es ist einfach nur schön. Die Strömungsgeschwindigkeit und die Fließrichtung des Guadalquivir ist hier im Mündungsgebiet tidenabhängig. Die Wasserqualität ist recht gut, auch wenn es durch die mitgeführten Sedimente oft trüb erscheint. Bei Stillwasser kann man auch wunderbar schwimmen. Nach einem Dinghy-Ausflug an den Strand von Bonanza und zu den Salinen bereiten wir heute wieder einmal Filet auf Gemüse im Bratschlauch zu. Der Bratschlauch wird bei uns an Bord gern genutzt und nicht nur, weil das Essen darin besonders gut schmeckt, sondern auch, weil der Backofen dabei sauber bleibt. Die Zeit hier vor Anker vergeht wie im Fluge. Nach 7 Tagen zeigt die Batteriebank noch 75% an. Eine gute Gelegenheit, unseren kleinen Stromgenerator einmal auszuprobieren. Die Solarpaneelen haben zwar immer etwas zugeladen, aber auf Dauer die Batterien nicht füllen können. Die Logge ist fest. Die Logge ist gezogen. Jetzt wird sie sauber gemacht. Und dann wird sie wieder unsere Meilen zählen. Aber diese kleinen Biesterchen, die haben sich da reingesetzt und verhindern, dass sich das Ding dreht. Wir haben uns übrigens seit längerem schon angewöhnt, das Dinghy abends seitlich hochzuziehen. Sicher ist sicher. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du schon aufgewacht? Ja, gerade eben. Die Sonne scheint. Boah. Der Hirsch steht auch schon da vorne mit seinem weißen Reiher. Ja, hat er ihn wieder? Ja, hier unten. Huckepack. Da drüben. Ach, wie süß. Der Anker ist raus. Wir verlassen unseren herrlichen Ankerplatz. Es war eine unglaublich intensive, wunderbare Zeit. Jetzt freuen wir uns auf unseren zweiten Anlauf in Scipiona. Hier auf dem Weg nach Scipiona endet nun unsere Episode 22. Gibraltar war der Ausgangshafen zu dieser Teilstrecke. Eine Route zum Genießen, zum Verweilen immer dort, wo es gefällt. Nun müssen wir uns aber endlich um einen Winterliegeplatz kümmern. Irgendwo, an der Algarve. Wenn ihr nun ein wenig neugierig geworden seid, wie es weitergeht, schaut einmal in Episode 23 hinein. Vielleicht wäre es auch einmal ein Trip für euch. Irgendwann. Mit viel Zeit. Eure Mola Molas.